Ja, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Das erste Heimspiel, Pflichtheimspiel des Jahres 2017, steht an am Samstag im Audisportpark der Hamburger SV zu Gast. Wir freuen uns auf die Begegnung. Karten gibt es noch für das Spiel. Und ähm, damit auch schon das Wort an dich, Mike. Warum lohnt es sich denn, dass die Leute jetzt dann gleich nach der BK loslaufen und noch Tickets für die Partie sichern? Bitteschön. Ja, Servus. Ja, wir freuen uns natürlich jetzt auf äh, die anstehende Rückrunde. Und ähm, ja, um direkt gleich auf deine Frage zu kommen, äh, ich glaube, wir haben gleich ein absolutes Highlight hier zu Hause gegen den äh, HSV. Ja, und wir wollen natürlich äh, da auch an äh, gute Leistungen anknüpfen äh, des vergangenen Jahres, äh, vor allen Dingen natürlich. Ein absolutes Highlight, was wir hier hatten gegen, gegen RB Leipzig. Da, hatten natürlich, äh, da haben natürlich die Fans und das Stadion gezeigt, äh, welche Atmosphäre hier möglich ist. Und diese Stimmung brauchen wir natürlich jetzt auch am Wochenende gegen den HSV. Deswegen ja, setzen wir da natürlich auf eine große Unterstützung unserer Fans, auf, auf, diese, äh, auf diese knisternde Atmosphäre, aber auch, auch auf diesen zwölften Mann. Den wir da hatten und äh, da setzen wir natürlich als Verein und äh, auch als Mannschaft am Samstag ganz stark drauf. Personell äh, sah es die Woche über weit äh, gut aus. Gibt es heute ein Update in Sachen? Ja, es äh, gibt da leider ein Update. Moritz Hartmann, äh, da hatten wir die muskuläre Problematik schon im Dezember. Äh, das ist leider wieder aufgebrochen äh, am Oberschenkel, sodass er. Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Wochenende ausfällt Wir so ein paar kleine WWchen, da ist aber alles soweit in Ordnung, sodass die Spieler auch zur Verfügung stehen. Würden Sie sagen, das ist Ihr wichtigstes Spiel hier in Ingolstadt seit dem Spiel gegen Darmstadt, ganz zu Beginn? Nein, das würde ich nicht sagen, denn jede Woche ist für uns enorm wichtig. Jede Woche haben wir wieder äh, die, die Chance auf drei Punkte. Und äh, natürlich ähm, ist das jetzt auch allein aufgrund der Tabellenkonstellation ein wichtiges Spiel. Aber die Mannschaft hat hervorragend trainiert. Die Mannschaft äh, hat die Dinge, äh, die wir uns in der Woche erarbeitet haben, sehr gut umgesetzt. Auch heute noch mal im Training. Deswegen bin ich total optimistisch, dass wir gemeinsam... Äh, dieses Spiel hier zu Hause gewinnen werden. Herr Walpurg, ist eine Frage, so was die Psychologie der Mannschaft ähm, anbelangt. Sie haben schon gesagt, es ist aufgrund der Tabellenkonstellation schon irgendwie ein besonderes Spiel. Merken Sie das auch in den Köpfen der Mannschaft? Ja, also es ist natürlich, wir wissen schon, dass es natürlich für uns ist es jetzt ein Platzierungsspiel. Wir können jetzt äh, mit dem Sieg auf den 16. Platz springen. Wir können direkt äh, nah an den 15. Platz heran, aber es ist jetzt äh, nicht großartig anders als vor Schalke oder auch vor Freiburg oder vor Leverkusen und Leipzig, denn wir wissen, wir können jede Woche äh, können wir dreifach punkten, wir können jede Woche überzeugen, wir haben die Qualität, das haben wir in äh, den äh, sieben Spielen äh, gezeigt, wir haben auch jetzt gezeigt auf Schalke, dass wir äh, Fit sind für die Rückserie, dass wir positiv sind, dass wir uns Chancen herausspielen, dass wir relativ wenige Chancen zulassen. Und äh, es war natürlich schon ärgerlich für uns, dass dann in der Nachspielzeit ein abgefälschter Ball äh, dann zum Stürmer springt äh, und, und der dann da die Möglichkeit bekommt, äh, wird der Ball nicht abgefälscht, geht er, geht er vorbei und die Situation ist erledigt. Und wir nehmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, einen absolut verdienten Punkt aus Schalke mit. Wir haben eine sehr gute äh, Vorbereitung gespielt, haben dort kein Spiel verloren. Wir haben Stabilität, wir haben ähm, Überzeugung in der Offensive und wir haben auch äh, speziell in dieser Woche nochmal im Finalspiel gearbeitet, denn die Torschancen sind da. Und äh, jetzt liegt es äh, weiter daran, dass wir uns auch in dem Punkt äh, letztlich noch steigern. Ich würde gerne nochmal gleich an das Schalke-Spiel anknüpfen. Wie schwierig war es, denn äh, diese Niederlage zu verarbeiten? Das ist natürlich erstmal in dem Moment äh, ein total hartes Brett, was man dann äh, vor den Kopf äh, geschlagen bekommt äh, in der Nachspielzeit mit so einer großartigen Leistung vor 60.000 Zuschauern. Äh, wenn man dann so ein Spiel abliefert und man ist kurz vorm, vorm Punktgewinn, dann tut das erstmal richtig weh. Aber die Mannschaft hat am Sonntag. Schon, da hat man schon noch gesehen, äh, ja, dass wir alle sehr enttäuscht sind, aber wir haben das analysiert, wir haben das für uns besprochen und wir haben für uns natürlich auch den Fokus auf das Positive gelegt. Wir haben ähm, gesehen, wie gut wir gegen, gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga spielen, die international unterwegs ist, die ihren Kader auch so aufgestellt hat, dass sie international unterwegs ist. Und ähm, da sind wir natürlich der Überzeugung, dass wir ja dass, dass auch nur Kleinigkeiten fehlten und ähm, das ist auch manchmal ja das nötige äh, Matchglück äh, wenn wir das in in dem Moment äh, haben dann können wir auch so ein Spiel auf Schalke gewinnen Sie haben auch gesagt äh, die Mannschaft hat Lust gezeigt jetzt äh, schon in dieser Woche auch Sie spüren diese Lust spüren Sie auch den Druck spüren Sie dass die Mannschaft Druck verspürt vor dem Spiel gegen Hamburg Ich glaube dass es immer dass es immer enorm wichtig ist, was man denkt und das, was man denkt, verstärkt man. Und ähm, wir müssen für uns schauen, dass wir, dass wir positiv sind, dass wir Lust äh, auf den Fußball haben, dass wir diese diese Freude haben, Fußball zu spielen und diese Überzeugung haben, auch so Fußball zu spielen. Und dann kommt äh, der Erfolg äh, von ganz alleine. Und deswegen äh, fokussieren wir uns nicht auf Negatives und äh, Deswegen äh, versuchen wir immer wieder den, den Schwerpunkt auf das Positive zu legen. Ähm, es geht ja jetzt in die Rückrunde, Ihre erste Rückrunde als Bundesligatrainer, und bekanntermaßen läuft ja Ihr Vertrag nur für die erste Liga. Ähm, spüren Sie auch einen gewissen Druck, denn es geht ja schließlich auch um, um Ihre Zukunft. Also machen Sie sich darüber Gedanken und fürchten Sie möglicherweise den Ausgang der, der Rückrunde, auch in Bezug auf Ihre Zukunft. Also, ich stehe. Jeden Tag mit, mit so großer Freude auf dem auf den Platz und freue mich auf die Mannschaft, auch wenn wir mal minus 10 oder auch mal minus 15 Grad haben. Ähm, aber ich bin mit so großer Begeisterung dabei, dass ich mir über alle anderen Dinge überhaupt keine äh, Gedanken mache. Wir haben 17 Spiele, dort wollen wir Geschichte schreiben, wir sind überzeugt davon, dass wir den äh, 15. oder den 16. Platz erreichen werden und das ist unser großes Ziel. Und dann ähm, sind wir entweder gerettet oder wir haben noch, noch zwei Relegationsspiele und dann steht äh, da nur, nur eins im Fokus und das ist unser großes Ziel. Letzte Frage. Ähm, Augsburg, Schalke, ähm, auch Wolfsburg. Da hat Ingolstadt bewiesen, dass sie Tote zum Leben erwecken können. Ähm, Hamburg ist jetzt auch so eine Mannschaft, die eigentlich unten drin steckt. Was stimmt Sie optimistisch, dass ihr Hamburg nicht zum Leben erweckt? Dass wir ein Heimspiel haben, dass unsere Zuschauer garantiert genauso äh, motiviert sind wie wir, dass wir jetzt äh, gemeinsam als Verein, äh, als äh, Stadt hier ähm, zu Hause erfolgreich äh, sein wollen und natürlich letztlich das, was ich jeden Tag auf dem, auf dem Platz sehe, die Qualität unserer einzelnen Spieler, die Qualität der Mannschaft, die Qualität, wie wir gewisse Sachen im Detail machen. Und ähm, wir haben die letzten beiden Spiele gegen Freiburg und gegen Schalke verloren. Aber diese letzten beiden Spiele, ähm, da waren für uns ähm, im besten Fall auch vier Punkte möglich. Und es sind nur Kleinigkeiten. Und das stimmt mich total positiv, auch für das Hamburg-Spiel. <laughs>